Hallo ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, einige kennen wahrscheinlich schon meine Drachenflasche. Ich wollte jetzt mal einen Engel machen. Und bei dem Drachen hatte ich mir diesen Flügel gemacht. Also das habe ich auch wirklich selber gemacht, ne? Ich habe einfach rangehalten immer, wie passt das zu der Flasche. Genau. Habe hier mit Strichen gearbeitet, wie ihr seht. Und diesen Flügel habe ich dann im Prinzip auch hier für den Engelsflügel benutzt. Da habe ich mir eine Schablone draus gemacht. Und die muss ja nicht groß spektakulär aussehen. Weil hier will ich nachher noch echte Federn ran machen. Genau, einmal habe ich sie hier schon ausgeschnitten. Ich mache das jetzt einfach nochmal, und zwar lege ich sie jetzt einfach hier an und zeichne vielmehr mir das ringsrum ab und dann schneide ich mir das aus. Und wenn ich das gemacht habe, bin ich wieder da. So, ich habe jetzt den zweiten Flügel auch ausgeschnitten, also das muss hier bei diesen hier auch nicht so genau sein. Was ich mir jetzt vorgeholt habe, ist ganz normaler Draht aus dem Baumarkt für einen Zaun. Und den bringen wir da jetzt drauf an. Das heißt, wir brauchen auch noch, wo habe ich die denn da? Eine Zange. So, und ich hatte doch hier eben den Anfang. Da. Und zwar nehmen wir uns jetzt den Draht und ich lege ihn mir hier jetzt so an, so und so, und kneife ihn hier ab. So, was wir noch brauchen, ist so ganz normales Malerkrepp. Na? Und dann legen wir uns das, bin ich im Bild, ja, ist ja bei mir immer so eine Schwierigkeit, ne? Legen wir uns das hier an und biegen uns den hier zurecht. Ja, und wenn wir das haben, Entschuldigung, dann nehmen wir uns Malerkrepp, machen uns ein bisschen was ab und dann kleben wir uns das hier nach und nach dran fest. Ich mache es erstmal hier in der Mitte, dass wir schon mal so eine grobe Richtung haben. Und jetzt gehen wir eigentlich komplett ringsrum und machen uns das fest. Das heißt, immer hier ein bisschen abreißen, ruhig hier schön in die Ecken gehen. Hier, da kann man sich hier auch sowas zur Hilfe nehmen. Schön in die Ecken reingehen. So, na, hier auch. Das ein bisschen reißt, ist nicht schlimm, weil wir gehen da gleich eh noch mal drüber. Ja, das war jetzt nur erstmal, um es so ein bisschen stabil zu machen. Ja, und so gehen wir jetzt bei beiden Flügeln.
So, wenn wir das gemacht haben, dann kleben wir jetzt komplett über die Seite und die Seite das Kreppband. So, wofür haben wir das gemacht? Einmal natürlich, um den Draht festzukleben. Den Draht brauchen wir, um dann den Flügel zu biegen. Und natürlich gibt das nochmal viel mehr Stabilität. So, ihr Lieben, die Flügel sind jetzt fertig, alle beide. Und wir brauchen jetzt einmal Mod Podge, das habe ich mir hier selber fertig gemacht. Ich habe mir jetzt eine Glasunterlage genommen und eine ganz normale Serviette brauchen wir. Brauchen allerdings erstmal nur ein Viertel davon. Das heißt, ich nee, ich lasse das hier. Ich pinsel mir das hier jetzt mit Mod Podge ein. Einen habt, könnt ihr natürlich auch Mixed Media Glue nehmen oder ihr guckt einfach mal hier bei YouTube, wie man Mod Podge selber macht. So, dann kleben wir das hier drauf. Dann pinseln wir diese Seite noch ein. Und klappen uns das hier drüber und dann machen wir das fest. Und zwar, wir gehen hier jetzt auch nochmal mit Mod Podge drüber. Und dann lassen wir das trocknen. Ich mache jetzt noch den zweiten. Und dann bin ich mit der Flasche wieder da. So, ich habe hier jetzt eine handelsübliche Sektflasche genommen. Und hier habe ich mir schon Papier klein gerissen. Und ihr könnt wieder Mixed Media Glue nehmen. Ich habe hier mein Mod Podge in der Hoffnung, dass das noch ausreicht. Und dann werde ich jetzt hier nach und nach, ach so, das habe ich noch mit Alkohol eingestrichen, dass das hier auch hält. Nach und nach die Flasche mit dem Papier bekleben. So, ich war jetzt ein paar Mal aus dem Bild, jetzt ist die Flasche auch nicht so richtig im Bild, aber egal, ich habe zwei Schichten gemacht und erstmal gibt das eine schöne Struktur mit diesem Papier und das Gesso hält anschließend auch besser, wenn wir die dann, wenn alles getrocknet ist, mit Gesso einstreichen. Na?
So, die Flügel sind jetzt trocken. Und ja, ich lasse die immer hier auf der Glasplatte trocknen, damit es nicht irgendwo festklebt. Ich nehme jetzt Wasser und sprühe mir hier, ach, das will immer nicht so, den Rand ein. Und dann können wir den Rand hier nämlich wegreißen. Das hier streichen wir jetzt so runter, dass es fest anliegt. Das klebt. Und dann gehe ich hier gleich nochmal mit dem Kleber drüber, den Rand. So, die Flügel trocknen. Ich habe mir jetzt die Flasche hergeholt und habe mir hier mal so ein paar Sachen rausgesucht, die ich vielleicht verwenden möchte. Hier auch diverse Sachen. Hier habe ich mir auch was zurechtgeschnitten. Ich wollte ein bisschen Struktur noch reinbringen und hier auch mal gucken. Wir gucken dann einfach mal, wo mich der Weg hinführt mit den ganzen Sachen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal eben, bevor ich die Flasche weiße, noch diese Sachen jetzt die Flügel mit dem weißen Gesso von Sea Art ein und anschließend pinsel ich auch noch die Flasche ein. Ich habe einen Flügel schon fertig gemacht, mit Federn beklebt. Das heißt, hier muss ich noch mal so ein bisschen rüber gehen. Aber erstmal mache ich mit euch den anderen Flügel. Und zwar, die sind jetzt trocken. Ich habe ihn gebogen. Was ich mache, ich halte die Flügel dann immer an die Flasche ran und teste, wie weit ich biegen muss. Ne? Und ich fange unten an zu kleben mit kleineren, dann ein bisschen größer und fülle dann nochmal mit kleineren Federn auf. Und oben gehe ich so längs lang, dass alles schön abgedeckt ist. Auch hier, ne, hier wie gesagt, muss ich nochmal bei. Thank you.
Ja, ihr Lieben, sorry, aber leider war mein Handy der Meinung, nicht weiter aufnehmen zu müssen und ich habe es nicht mitbekommen. Ja, die Flasche ist jetzt fertig. Die Flügel hinten habe ich mit Soft Matt Gel von Finnebär aufgeklebt. Ich finde, das hält einfach am besten. Und bin dann einfach vorsichtig hier unten rein, vielmehr von hier habe ich das gemacht, nochmal zusätzlich mit Heißkleber ran. Und hier oben auch, hier sieht man den Heißkleber auch. Könnt ihr das sehen? Ja. Dann habe ich, weil das hier irgendwie komisch übergestanden hat, habe ich hier noch was rübergeklebt. So sieht es auch von hinten ganz ansehnlich aus. Ja, diese Steine hier, das bestelle ich immer alles bei Ali. Und ja, so sieht sie letztendlich aus. So ein bisschen habt ihr hier unten ja mitgekriegt, was ich da geklebt habe. Und genau, das hier jetzt auch schon nicht aufgenommen. Oder da war ich vielleicht auch dumm trottelig. Das kann natürlich auch sein. Ja, so sieht sie jetzt fertig aus. Und ja, trotz dieses Malheurs, aber ich sage euch, von meinem Weihnachtsgeld kaufe ich mir ein neues Handy. Das wird echt Zeit. Mein Handy ist jetzt mittlerweile 5 Jahre alt und da muss echt mal ein neues her. Ja, und dann hoffe ich, dass das auch, dieses Fiasko habe ich ja jetzt in letzter Zeit öfter gehabt, dass das dann auch ein Ende findet. Genau. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten und ja, dann wünsche ich dir einfach noch, je nachdem wann du das Video gesehen hast, einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ciao, ciao!